Willkommen zurück beim Bottrop Bierblog, heute mit Radegast aus Tschechien. Ja, willkommen zurück beim Bottrop Bierblog, heute mit Radegast aus Tschechien. Habe ich auch von Philipp bekommen, danke dafür. Radegast Original ist eine der Sorten. Radegast gehört mittlerweile zu Pilsner Urquell auch. Das ist das leichteste mit 4,0. Ist ein helles, kein offizielles Pilsner. Ja, wir haben einfach mal probieren und gucken, wie die Quote so ist. Das ist ja dann das dritte aus Tschechien. Das erste war gut, das Gambrinus. Das zweite, das habe ich vergessen, aber war ja nicht so lecker. Jetzt habe ich das hier falsch, schon egal. Mal mit links einschütten, mal gucken, ob das wird. Farbe ist. Ja. Orange. Sehr klar. Hat sehr viel Kohlensäure zu enthalten. Sehr spritzig. Schaumkrone ist für links geschüttet, okay. Generell aber eher nicht so schön. Ist auch sehr brüchig, löst sich sehr schnell auf. Hat sehr viel Kohlensäure im Bier. Da sieht man nicht besser. Ja, Geruch. Ja, riecht ein bisschen malzig und kräutermäßig. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders stark so vom Geruch. Prost. Einen leicht spüligen ersten Eindruck, muss ich sagen. Nachtrunk ist nicht so angenehm, Körper ist cremig, Antrunk ist sehr säuerlich, Nachtrunk dann auch wieder. Würde ich nicht empfehlen. Also das Gambrinus auf jeden Fall das Beste. Ich meine, ist auch Gambrinus ist ja nun mal auch Bottropper, von daher muss er ja gut sein. Das ist nicht so lecker. Also anders als das letzte aus Tschechien, was halt vielleicht nicht geschmeckt hat, schmeckt das sehr sauer, also sehr unangenehm. Aber ich nehme trotzdem noch einen Schluck, warum auch nicht, ne? Ne, das ist nicht meins. Braucht man auch nicht austrinken, ist nicht so lecker. Beim nächsten Mal habe ich für euch, wenn ich rankomme, Erdbeer vom Braupöck 777, die kennen wir ja schon aus drei vorigen Tests. Die haben da nicht sehr gut abgeschnitten. Aber mein lieber Amtskollege Melinda hat mir noch eins mitgebracht. Meinte selber, schmeckt nicht. Wir werden sehen, ob ich vielleicht dem widersprechen kann oder ob ich im Such stehen muss. Ich bin gespannt. Ich sage bis zum nächsten Mal und Prost, liebe Freunde.